ist die Jungs, die wo alles rund ums Telefon machen, von der Telefonhäusle machen, bis hin zu einem Anschluss bei euch daheim, bis hin zu Nebenstellen, bis hin zur Vermittlungstechnik. Bin, ich war vorher etwas schockiert, seit 19.06.2011 bei der ESB, dürften nach Rechnung auch über 5 Jahre sein, aber sehr wahrscheinlich war das noch meine alte Vermittlernummer, lieber Herr Ebert, die 11155, und es ist mir da aufgefallen. Ich habe die ESB kennengelernt 2011, da war mir Strom und Gas eigentlich recht egal, weil ich bin aus der Telekommunikation gekommen und habe die ESB einfach einmal gebraucht, um an Vodafone, an O2, irgendwas anderes einzureichen. Nur wie es in der Branche so ist, Telekommunikation, es war cool, aber irgendwann gingen die Auftragszahlen zurück. Und dann ist Strom ein leidiges Thema geworden. Und so wie Sie heute hier sind, war bei mir der Klick des Sommerfest 2013. Vergesse ich nie, mein Kai Feige hinten, irgendwann abends um 10, 11. Ich habe mit dem Team 25 Verträge im Monat geschrieben, mit dem Team wohlgemerkt, eigen um die 5 und habe eine witzige Wette abgegeben, dass ich ein Jahr später über 2.500 Kunden habe. Wir haben es erreicht, bin dann irgendwann auch eine Direktion geworden. Ich lege immer einen Wert auf Dritte, eine bestätigte Direktion. Das heißt, wenn ich meine ganzen VO-Nummern zusammenzähle bei der ESB, du weißt, wir hatten uns an der Messe, lieber Borosch, mal kurz unterhalten, es sind über 6.000 Dinger in 2,5, 3 Jahren entstanden mit einem halbwegs netten Team. Bin aktuell, wenn es stimmt, der älteste existierende Expertenpoint. Kai, täusche ich mich da? Das könnte hinkommen. Könnte hinkommen, weil zwischen, es waren 1, 2 vor mir da, die wo, glaube ich, mittlerweile gegangen sind oder nichts mehr existieren. Wie gesagt, ich habe zusätzlich ein paar Ausbildungen gemacht. Ich bin Social Media Manager im IHK, bestanden mit 90 Punkten. Das ist eine Note von 1,6. Und was ich momentan mache in Berlin, das ist das kybernetische Verkaufstraining. Da möchte ich jetzt einfach auch mal ein bisschen drauf eingehen. Wir reden von Direktansprachen. Hinten der Herr Herbert wird nachher ein bisschen was von Empfehlungen sprechen. Mein Kollege, der Herr Sammer, Social Media. Nur was ist, wenn ich bei Social Media endlich mal den Call to Action Button bekomme? Bitte ruf mich an. Weil ein Klick allein ist nichts in Social Media wert, wenn ich die Kunden nicht verhaften will. Ich muss den letzten finalen Schritt gehen und es ist und bleibt in der Regel das Telefon. Na, geht's noch? So, da sieht man ein bisschen die Nachweise, was ich gemacht habe. Bayreuther Zertifikat, Yukon, dann bin ich politisch ein bisschen aktiv. Die politischen Stiftungen, die bieten auch diverse Fortbildungen an. Und hier das Zertifikat von der IHK.